Ja, hallo, hier ist der Julian von techhive.de und wir melden uns jetzt vom Tag 1 im Prinzip nach Tag 1 hier aus dem Hotel und wollen mal diskutieren, was denn heute so alles passiert ist. Wir waren heute Morgen, beziehungsweise ja, heute sehr in der Früh bei Nokia auf der Pressekonferenz. Was haben wir da gesehen und was waren denn so deine Eindrücke von den neuen Geräten? Ich finde Steven Elop geil, immer noch. Kleiner netter Mann, aber ansonsten, wir haben Lumia-Geräte gesehen und nicht nur Lumia-Geräte, die 520 und 720, die wir ja schon eigentlich kennengelernt haben, sondern 15 Euro ein Handy, was das, glaube ich, 1180 ablösen soll, was 100 Millionen Mal weltweit verkauft wurde. Und für 15 Euro war das eigentlich gar nicht mal so schlecht, das neue kleine Handset, was, denke ich mal, dritte Weltländer vor allem interessieren wird. Und auch ein 90-Euro-Gerät mit 3G, guter Verarbeitung und guter Kamera. Das Nokia 301 und das 15-Euro-Ding war übrigens das 105, glaube ich, genau, wurden gezeigt. Und grundsätzlich Nokia, viele schrille Farben, für jeden was dabei und die Kameras sind eigentlich immer ja, beachtenswert. Genau, also ich finde gerade das 15-Euro-Handy eben, ist ein typisches Handy eben als Ersatzhandy, was man so ins Auto legen kann, falls wirklich mal eine Panne ist oder irgendwie das Handy spinnt, weil es hat auch eine Akkulaufzeit von 35 Tagen, haben die ja gesagt. Ja genau, und das ist für 90 Euro sogar 48 Tage. Ja. Das ist ziemlich krass. Ja, und ich würde es auch mal Party-Handy einfach nennen. Kann man eine 2-SIM-Karte reinnehmen und zur Party mitnehmen. Das Ding hält ja wirklich einen Monat. Genau, also im Taxi zu rufen oder mal die Bekannten anzurufen, langt das ja wirklich vollkommen aus. Vor allem Taschenlampe, wenn man mal irgendwie das Schlüssel noch nicht mehr findet, kann man mit einem Knopfdruck auch noch Lämpchen anmachen. Genau, von auch eine Taschenlampe integriert ist eben typisches Handy, eben Ersthandy oder für die Großeltern, sage ich mal, dass man eben erreichbar ist, dass man sie erreichen kann. 15 Euro ist wirklich sehr, sehr geil. Wird bestimmt auch ziemlich oft in so Prepaid-Paketen verkauft werden. Im Prinzip 15 Euro noch mit einer SIM-Karte dazu. Denke ich, mit einer SIM-Karte wird es wahrscheinlich auch passieren. Und gerade meine Großeltern beschweren sich oft, die haben auch wirklich nur so Telefone von Nokia noch oder Samsung teilweise, wo 3 Tage und dann ist der Akku leer und die beschweren sich nur, ich will keinen zweiten Akku kaufen, weil die sind schon so alt, dass wenn sie jetzt einen neuen Akku kaufen sozusagen, der auch schon eigentlich ein Jahr alt ist und bei den Händlern rumliegt. Also so ein Ding zu holen, würden sie sich, glaube ich, freuen. Genau, also wirklich sehr, sehr schick, was die da gezeigt haben. Und natürlich die neuen Lumia 720-Geräte zum Beispiel finde ich auch sehr schick, Unibody-Gehäuse und Micro-SD-Slot, was ich ja beim 920 ein wenig bemängelt habe. Und Wireless Charging noch teilweise sogar mit Case dazu beim 720, wobei die Kamera ist ja teilweise, glaube ich, sogar besser wie bei dem 820. Das kann sein, genau, weil ja die Technik vom 920 verwendet wird. Genau, also komisch. Ja, aber gut, so ist es. Der Preis aber ziemlich gut, glaube ich. Mit wie viel war das? 369 war das 720 UVP, also ich denke mal so um die 300 Euro rum wird es bald zu kaufen geben und 199 das 520, was auch auf 170, denke ich mal, runterrutschen kann, weil das 620 auch in die 200er Richtung eher gehen wird. Dadurch, dass das 620 auch eher mit dem W1 konkurrieren muss von Huawei, was ja 200 Euro jetzt schon kostet. Ja. Genau, das Huawei wird auf jeden Fall die Konkurrenz sein. Fühlen sich auch beide ziemlich ähnlich an, sehen auch beide von vorne irgendwie ziemlich ähnlich aus. Gibt es auch beide in verschiedenen Farben, das heißt, da spricht man schon ähnliche Kundschaft an. Genau. Aber wir waren ja nicht nur bei Nokia heute. Genau, du warst dann später noch bei Ford. Was gab es da Schönes zu sehen? Da gab es ein neues Auto, war ziemlich schick. Der EcoSport, den gibt es in Brasilien schon, sehr recht erfolgreich seit letztem Jahr und wird auch dieses Jahr geben. Aber was eigentlich interessant an dem Auto ist, dass sie AppLink vorstellen für Europa. Man kann also Apps bauen für die Ford Sync-Geschichte, also Sprachsteuerung im Auto und Spotify ist da zum Beispiel schon mal ganz groß mit dabei. Da wird man bald einfach per Handy anschließen können ans Auto Spotify und dann direkt sagen können, hey, was will ich für Musik haben? Ist ganz geil. Ist ziemlich geil. Das heißt, dann ist aber dann auch im Prinzip ein Hotspot eingebaut im Auto? Wird per Kabel angeschlossen, also mit dem Standard-USB-Kabel, was man halt hat. Okay, nee, aber für die Datenverbindung, Spotify, wie funktioniert das? Nee, also man muss ja das eigene Handy benutzen, aber es unterstützt dann entsprechend einfach die Spotify-API, denke ich mal. Also ich habe es noch nicht probiert, ich habe morgen dann die Gelegenheit, wird mir nochmal vorgestellt, aber auch, keine Ahnung, es gibt schon 200, über 100 Apps, die das Ganze unterstützen und entwickelt wurden seit der Vorstellung auf der CES im Januar. Ja, also Ford ist auch ziemlich groß dabei, als einziger Autohersteller im Prinzip auf dem Mobile World Congress, haben auch einen ziemlich großen Stand und machen da ziemlich viel. Finde ich spannend, weil ja die Themen irgendwie schon miteinander was zu tun haben, mit der Vernetzung im Auto. Ja, sollen wir zu Asus gehen? Da war auch ja etwas, ja, was war dein Eindruck von der Pressekonferenz heute? Zuerst enttäuschend und dann überraschend gut. Also würde ich jetzt mal sagen, weil zuerst 1000 Euro Watt für ein Telefon mit Tablet, also natürlich ist es ein hochwertiges Gerät, wird wahrscheinlich Businessleute vor allem ansprechen, ewig lange Akkulaufzeit mit Tablet und alles in einem und Unibody-Gehäuse,
neuester Prozessor von Qualcomm, großes Full-HD 5-Zoll Display, ist eigentlich alles drin, was man von einem Smartphone erwartet. Aber ich denke mal, das wird genauso wie bei dem Samsung Galaxy S2 sein und bei dem S3, dass das S2, also das Padfone 2 sozusagen, sich jetzt, wenn es im Preis sinkt, auch besser verkaufen wird dadurch, dass jetzt das 3er kommt sozusagen, das Infinity. Ja, denke ich auch. Also, dass da im Padfone 2 noch was am Preis runtergeht und eben das Infinity, ja, muss halt für 1000 Euro, ist schon happig, 64 GB Speicherplatz, ist auch nicht schlecht, aber im Prinzip kriegt man ja schon für den Preis zwei separate Geräte und hat dann wirklich zwei separate Geräte. Ja, das Infinity ist ziemlich so ein HTC One in 5 Zoll statt 4,7 und ansonsten genau das gleiche. Genau, also Snapdragon 600 ist der große Trend. Eigentlich viele Geräte haben den verbaut, LG Optimus Pro, G Pro oder wie das heißt, HTC One, dann gerade das Padfone, ich denke mal, wird es in Zukunft ziemlich viel kommen. Das BYOZ denke ich mal auch, oder? Das hat den S4 Pro noch, den, der im Nexus 4 drin ist. Also im Prinzip schon alt, wenn man so sieht, ne? Doof. Aber noch eins der schicksten Geräte, würde ich jetzt mal trotzdem sagen. Auch wenn es nicht Unibody ist. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Dann gab es noch das PhonePad. Es sah ein wenig lustig aus, wurde auch während der Pressekonferenz ein wenig geschmunzelt, als seine Videos gezeigt werden, wie man da mit einem 7-Zoll-Gerät telefoniert, so irgendwie. Das könnt ihr selber ausprobieren. Nehmt einfach einen Nexus und haltet es euch ans Ohr und überlegt euch, da, so werden jetzt Leute auf der Straße rumlaufen. Oder auch nicht, weil es sieht ziemlich dämlich aus, würde ich mal behaupten. Aber mit Bluetooth-Headset oder sowas ist das ja eine ziemlich, eigentlich in Ordnung. Ja, für 219 Euro sowieso. Also ein 219 Euro Tablet mit 3G, noch nicht mal das Nexus kostet ja so viel. Es kostet, glaube ich, 300 mit. Genau, mit 3G kostet 300. Genau, aber das hat dann 32 Gig, das hat jetzt 16 Gig in Europa, aber ohne Kamera dann hinten. In Amerika 8 GB und mit Kamera dann hinten. Genau, also ja, also Tablet mit 3G für 219 Euro von Asus mit Telefonfunktion. Und Intel-Prozessor Single Core. Genau, mit einem Intel-Prozessor ist jetzt die Frage, ob man das will oder nicht, aber ich sag mal. Ich sag, das spricht jetzt mal nichts dagegen. Das Razer Eye und das ZTE Grand XEN haben auch den Prozessor drin und die waren super, vor allem was die Akkulaufzeit anging. Ja, alleine sage ich mal schon ein Tablet von einem großen Hersteller wie Asus mit 3G, 7 Zoll, mit einem relativ guten Display, mit Telefonfunktion ist auf jeden Fall schon 200 Euro wert. Genau, also Lenovo muss da bald sich warm anziehen, weil die haben ja auch letztes Jahr 200 Euro Dual-SIM-Tablet vorgestellt, aber das Display war einfach schrecklich mit 1024x600 und zwar kein IPS und hier hell, gut, also ich meine, die haben einfach das Nexus genommen, Asus vorne drauf geschrieben, noch ein 3G-Ding rein und jetzt billiger gemacht. Genau, also Design ähnelt sich auch ziemlich viel, habt bestimmt unsere Videos gesehen dazu, ja, wurde ziemlich viel übernommen davon. Was hatten wir noch heute, außer Nokia und Asus und Ford? Ja, wir hatten noch viele, also ZTE hat ja auch noch ein 5,7 Zoll Tablet vorgestellt, oder ein Tablet, sag ich schon, Smartphone, das Memo, war eigentlich super das Teil, aber mal wieder viel zu groß und vor allem das Ding hat wirklich nur oben einen Anschalter und nirgendwo an der Seite oder unten oder in der Mitte und ich meine mit einer Hand, das wird etwas schwer wirklich zu benutzen, aber das ist ja der Trend anscheinend in China. Ja, also große Smartphones sind glaube ich noch nicht hier so viel oder so oft angekommen. Ich meine das Note 2 verkauft sich ja schon relativ gut, aber die einzigen, ich meine LG hat das View und Huawei wird das Mate rausbringen mit 6,1 Zoll und ich weiß nicht, jeder andere probiert auch in die Richtung was zu machen, aber es ist, glaube ich, ziemlich sinnlos. Glaube ich auch. Also da läuft man, glaube ich, hier in Europa gegen die Wand. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber... Wobei LG stellt sich ganz gut an mit den ganz neuen Optimus-Geräten, das L5 und das L7 2 sozusagen, haben jeweils einen Knopf, mit dem du einen Screenshot machen kannst und dann kannst du gleich drauf rummalen. Ist ziemlich geil. Okay, geht mit dem Note 2 aber auch, wenn man auf den Stift drückt und dann auf das Display, dann macht es auch einen Screenshot. Das hat halt keinen Stift und das da kostet, also das, die Telefone kosten 200 Euro und nicht 500. Genau. Ist die Frage, was man dann eben will. Das Note 2 ist wirklich auch ein schickes Gerät, habe es genutzt für eine Weile. Ja. Macht Spaß auf jeden Fall. Genau. Ja, was hat man noch heute? Wir haben viel von der Messe gesehen. Wir müssen uns leider auch noch sehr viel von der Messe anschauen, aber wir haben noch 3 Tage, 2,5 vielleicht. Und wir sind nonstop unterwegs. Videos könnten ein bisschen schneller hochlaufen, beziehungsweise das Internet ist natürlich am Stocken, weil jeder so viel arbeitet wie wir, hoffentlich. Bis auf vielleicht 1, 2 Kollegen, die sich mehr in Gespräch verwickeln lassen. Aber ich meine, es gibt auch viele schöne Babes, also ich verstehe schon wieso. Aber da werden natürlich auch noch Bilder folgen. Genau, das kommt dann alles am Ende noch, so mal das Drumherum um die Messe. Wir posten ab und zu auch ein paar Bilder auf Facebook, Twitter und Co. Von im Prinzip dem etwas, die kriegen ja. Hier auch schöne Brillen, mit denen genau. Wir jetzt auch gleich genießen werden bei verschiedenen Events, zum Beispiel Ford oder Sony gleich. Und ja,
Unser neues Sony Xperia T natürlich werden wir auch noch ein bisschen genießen. Und ich denke mal, achso, wir werden ja auch noch ein Nokia-Handy verlosen. Das müssten wir auch mal online stellen. Genau, wir haben noch Nokia Lumia 920 zum Verlosen. Ich mache jetzt auch mal kurz hier ein Bild von dem Setup, dass ihr mal seht, wie wir überhaupt hier filmen. Und das werden wir natürlich auch direkt hochladen. Ja, alles sehr abenteuerlich improvisiert, aber so ist es nun mal. Genau, wir haben auch ein neues Hotel, oder ich zumindest, jetzt für ein paar Tage noch von Ford hier gestellt bekommen, wo es ein bisschen gemütlich ist zum Arbeiten, damit ich nicht mal mit den fünf anderen Jungs hier in einem Apartment abhängen muss. Genau. Aber das Internet ist hier schrecklich, also ihr könnt das gar nicht vorstellen. Hier in dem Hotel kriegt man Internet, dafür müsste man übrigens normalerweise zahlen, wo ihr 800 Kilobit Upload habt, also nicht mal DSL 1000 und Download ist 0. Ich habe es mehrmals probiert, ein 100 Megabyte Video dauert 6 Stunden zum Hochladen, yay. Genau, also wirklich kann man nichts damit anfangen, aber gut, deswegen haben wir andere Möglichkeiten. Genau, 40 Euro dafür, 10 GB 3G Prepaid-Karte, also kann man gut lösen. Ziemlich gute Sache, die neue Messe gefällt mir auch übrigens gut. Ich war nicht in der alten Messe, aber die neue ist wirklich ziemlich gut organisiert. Ja, das hast du gesehen von oben, die schaut ein bisschen chaotisch aus eigentlich, ja. Genau, also die neue ist wirklich ziemlich cool, da gibt es die Messehallen im Prinzip und überhalb der Messehallen gibt es dann so einen Weg, den man dann zwischendurch laufen kann und links und rechts sind dann eben die Stände und kann entsprechend dann mit der Rolltreppe runter auf den Showfloor, also ziemlich gut gelöst. Man ist in Halle 2 und man denkt, oh, jetzt muss ich zur Halle 6 rüber und es geht in 5 Minuten. Früher, es hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert, bis man sich irgendwo durchgewuselt hat und dann hoch, runter, Treppen, links, rechts. Ja. Hier ist wirklich schnell, einfach geradeaus durch. Ja. Nur mit einem Segway ging es schneller. Ja. Also macht auf jeden Fall Spaß hier auf der Messe, vor allem weil die Wege ja relativ kurz sind, nicht so wie bei der CES, wo es dann immer ein wenig länger dauert. Ich bin gespannt auf noch kleine Firmen, was die noch so ein bisschen zu bieten haben. Die China halt jetzt nicht so wirklich, aber es gibt viele Gadgets, gerade so Hüllen und Waterproof-Geschichten. Es gibt wirklich Nano-Coatings, habt ihr bestimmt schon ein paar Mal gesehen und gehört, wo ihr einfach ein Taschentuch, also es gibt so Demos, Taschentuch ins Wasser reinschmeißt und perlt das Wasser komplett ab. Das Taschentuch nimmt nicht einen Tropfen Wasser auf, ist krass. Genau. Also ziemlich coole Sache. Gibt es auch immer mehr. Gibt es auch in Deutschland bald ein paar Läden, wo man das eben machen kann. Kostet nur 60 Euro, also es lohnt sich auf jeden Fall. Und danach, falls es mal doch kaputt gehen sollte, das Handy, wird es ersetzt, kostenlos. Wow. Genau. Man kriegt ein Zertifikat und wird es ersetzt. Ziemlich geil. Ja, das war's, denke ich mal, von dem Tag 1 MWC. Jetzt für uns schon Tag 3. Im Prinzip schon Tag 3, genau. Ich gehe jetzt noch mit Sony ein kleines Dinner am Abend abhalten. Wo bist du jetzt heute noch unterwegs, heute Abend? Falls ihr Moritzbier kennt, bin ich jetzt in der Fabrik heute Abend mit Ford ein bisschen. Ich darf da, glaube ich, nicht rumfahren, aber da sollte es auch kleine Häppchen geben. Und ich probiere mal, dass ich bei Sony dann auch noch aufkreuzen kann, damit ich der deutschen Pressetruppe auch Hallo sagen kann. Ganz genau. So sieht unser Plan aus. Dann versuchen wir, das Video noch irgendwo hochzuladen. Wenn es irgendwo geht, aber kriegen wir bestimmt hin, wir haben es bis jetzt immer hinbekommen. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und wir melden uns, denke ich mal, jeden Abend mit so einem kleinen Podcast hier, wo wir eben die Dinge des Tages besprechen. Ja. Nächstes Mal aber mit einem Bier dann bitte wieder. Genau, wir sitzen hier gerade auf dem Trockenen, haben auch ein wenig Hunger, deswegen machen wir jetzt Schluss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.